Ich darf Alexandru Buluc, unseren Kurator, Co-Kurator, und Miriam Schellbach, die beiden Moderatoren des letzten Podiums, auf die Bühne bitten. Und ihr werdet dann die drei Gäste vorstellen. Viel Spaß mit dieser letzten Veranstaltung. Ich habe schon gesagt, wir wollen sehr, sehr gern versuchen, so einen kleinen Abbinder auch zu gestalten zu allen Veranstaltungen, die wir bis jetzt gehört haben. Zuallererst begrüßen wir aber nochmal in aller Ausführlichkeit unsere Gäste Dennis Utlu, Martin Picard und Anne Cotten auf der Bühne. Herzlich willkommen. Das Gute ist, ich bin nur Moderatorin und mein Co-Moderator ist gleichzeitig Kurator dieses Festivals. Und wenn der Kurator zur allerletzten Veranstaltung auf der Bühne sitzt, muss er mindestens sich noch einmal rechtfertigen für das, was er sich gedacht hat bei der ganzen Sache. Und möglicherweise ausführlich erklären, wo er jetzt hin will mit dieser Veranstaltung. Herzlich willkommen, Alexandru. Ja, vielen Dank, Miriam. Zum Glück liegt die Verantwortlichkeit für das Konzept der sechsten Austragung von Texland nicht nur bei mir, sondern eben auch bei Tanja Maljatschuk. Und ich darf doch ganz selbstbewusst sagen, es war schön. Jedenfalls in meinen Augen war es schön. Ich darf mich einmal selbst bewerten. Ich fand es schön. Genau, also der Titel dieser letzten Veranstaltung, mit dem wir das Lesefest, das Festival beschließen werden, ist Zukunft braucht Herkunft. Und ich finde, dass sich damit auch ein Kreis schließt und im Grunde kehren wir zurück zu der ersten Veranstaltung gestern, nämlich die Veranstaltung zur Zukunft der Erinnerung. Da ging es unter anderem darum, und ich beziehe mich vor allem auf Ibu Diop, wie man weniger dominante kollektive Gedächtnisse in etwas Größeres Ganzes integriert. Also wie ein etabliertes kollektives Gedächtnis im Grunde weniger dominante Gedächtnisse neben sich belassen kann, koexistieren kann. Damit. Denn, warum sage ich das? Vieles, fast alles ist erforscht worden. Man kann in die Bibliothek gehen, in die Archive und man kann sich darüber informieren, aber genau diese Forschungsergebnisse erreichen nicht die breiten Massen. Das war gestern ein Problem, das angesprochen wurde. Heute können wir das wieder ansprechen, zumal es, wir werden es gleich sehen, bei Anne Cotten wird es um die Kolonialgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika gehen und inwiefern diese Regionalität, um die es in ihrem Buch gehen wird, Hawaii, inwiefern das Teil des kollektiven Gedächtnisses von der Vereinigten Staaten von Amerika ist oder werden kann, das könnte so eine Frage sein, die wir zu beantworten versuchen werden. Und dann noch ein letztes zu unserem Thema. Zukunft braucht Herkunft. Nicht, dass wir nicht selber auf diesen Titel hätten kommen können, aber zufälligerweise gehört dieser Titel auch zu einem sehr bekannten deutschen Philosophen, der inzwischen gestorben ist. Dieser Philosoph heißt Otto Marquardt. Und es war sehr interessant, es gab kürzlich, jetzt vor ein paar Tagen, einen Artikel als Ankündigung dieses Lesefestes in der Frankfurter Neuen Presse von Dirk Wolters und er begann seinen Text mit dem Hinweis darauf, dass Otto Marquardt ein konservativer Denker gewesen sei und zwar konservativ im besten Sinne. Und wenn man sich diesen Titel anschaut, Zukunft braucht Herkunft, dann könnte man sagen, das ist doch irgendwie ein konservatives Projekt. Jedenfalls so gedacht. Und ich bin der Meinung, und das wäre dann irgendwann auch meine erste Frage an Anne, bevor sie dann auch zum ersten Mal lesen wird, ob das wirklich in dieser Binarität gedacht werden kann, dieses Projekt. Sozusagen die Binarität fortschrittlich, konservativ. Und ich bin der Meinung, das kann man so nicht denken. Also das als Antwort auf deine Frage. Fast als hätten wir es vorbereitet. Bravo. Ich glaube,
Ja, genau. Dazu eine ganz kurze Anekdote. Ich habe, das habe ich kürzlich erzählt, als ich dich moderierte im Gorki-Theater. Ich habe mal im Ethikunterricht meinen Lehrer gefragt, wie unterscheidet man eigentlich konservative und progressive Stimmen? Und der hat gesagt, die Konservativen leben in der Vergangenheit und die Progressiven in der Zukunft. Also es gibt eine klare Zeitlichkeit für das Fortschrittliche und eine klare Zeit für das konservative Denken. Ich glaube, auch das wäre sozusagen eine wahrscheinlich zu einfache Binarität, über die wir nachdenken können heute. Und dann darf ich das gleich machen mit der ersten Anmoderation, und zwar von Ann Cotton. Ich werde nicht viel sagen, nur erwähnen. Sie wurde 1982 in Amerika geboren, in Iowa, und wuchs dann in Wien auf. Debütiert hat sie 2007 mit einem Gedichtband, die Fremdwörterbuch-Sonette. Genau, und seitdem ist ein immenses Werk entstanden aus Prosa und Poesie, wobei diese Gattungsgrenzen nicht ganz zu ziehen sind bei ihr, zumindest in meiner Wahrnehmung. Es ist alles fluide, man könnte sagen, es handelt sich um eine Art experimentelle Literatur, die nie Grenzziehungen im Sinne hat. Und dieses neue Buch von ihr, die Anleitungen der Vorfahren, ist ein solches Buch für mich. Ich kann auch ganz persönlich darüber reden. Immer früher war es zumindest so, ich hatte immer Angst, Ann Cotton zu lesen, weil ich dachte, oh Gott, ich verstehe das nicht. Das heißt, irgendwie hatte ich ein Unterlegenheitsgefühl angesichts dieser Texte, die so, wie soll ich sagen, auch in ihrer eigenen Welt sind. Und ich glaube, dieses neue Buch von ihr, die Anleitungen der Vorfahren, bekommt jetzt plötzlich für mich eine Vermittlerrolle zwischen meinen Fähigkeiten der Lektüre und dieser sehr eigenwilligen, aber im besten Sinne eigenwilligen Welt von Ann Cotton. Also das wäre so meine Einführung, und weil der Titel so augenfällig ist und so viel zu tun hat auch mit unserer Veranstaltung, die Anleitungen der Vorfahren, will ich gleich danach fragen und eben fragen, warum kann man das nicht in diesen zwei Kategorien, fortschrittlich, progressiv, konservativ denken, dieses Projekt? Vielleicht darf ich kurz eine Stelle, wenn ich sie denn auch finde, zitieren. Genau, aus diesem Buch. Nicht das seierne Vorfahren. Das Gendering in diesem Buch ist sehr besonders. Ich möchte das nicht erklären, das werden Sie gleich erfahren, wenn Sie das Buch am Büchertisch kaufen werden. Nicht, dass seierne Vorfahren alle völlig blöd gewesen wären oder bösartig, aber etwas geht verloren, wenn man die Netzwerke verlässt, in denen man sich nicht ausgesucht hat. Kontinuität lehrt ohne Worte durch Ekel, Überdruss und den langen Weg davon weg. Oh, ganz schön viele Fragen. Aber, und auch Binarität ist mal keine zulässige Methode. Das würde es nämlich alles ein bisschen reduzierbarer machen, so wie Essstäbchen, auf denen auf der Packung zurecht steht, damit kannst du jetzt alles greifen. Du brauchst aber zwei Stäbchen natürlich. Also das Binäre hat schon was für sich, aber es natürlich geht nicht alles, auch mit Stäbchen geht nicht alles. Ich bin jetzt drei verschiedene Fragen, jetzt bin ich wirklich ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Etwas, was mich sozusagen selber beim Nachdenken im Vorfeld dieser Veranstaltung und im Zuhören beschäftigt hat, ist, eigentlich hat Fiston es vorher sehr, sehr gut gesagt, dass sozusagen Sachen sind passiert und du warst nicht da. Und das zeichnet sozusagen die Konturen eines Nicht-Daseins, Seins, wo man sein sollte. Und dann stelle man sich vor, viele, viele Generationen solcher Schichten. Also in meinem Fall ist es ja so, dass sich die Überlieferung verliert, wo meine Familie überhaupt herkommt. Weiß sind sie offensichtlich, üble, also
vieles Bedenkliche dabei. Vieles weiß ich aber einfach nicht. Und was ich am allerersten spüre, wenn ich mich selbst nach einer Art Herkunft frage, ist Ignoranz. Viele Schichten von Ignoranz und von Nichtmitteilung. Und das, aus dem heraus bin ich dann jemand, der... also aus dem heraus einerseits und andererseits als Feministin denke ich, ich muss in die Zukunft schauen. Ich habe keine Vergangenheit, die ich brauchen kann, also keine, die mir gehört. Das heißt, ich nehme von überall Geschenke an oder ich klaue oder beides. Ich nehme, was ich kriegen kann an Kultur. Ich bestehe nur aus Appropriation. Appropriation ist aber ein ernsthaftes Problem und eine ernsthafte Sache, die ich jetzt nicht irgendwie schnell in einen Scherz verwandeln möchte. Also in dem Moment, wo ich mich frage, betreibe ich Appropriation, wenn ich mich mit irgendeiner Kultur beschäftige, die nicht, wo ich nicht sagen kann, dass es meine ist, also quasi alle, und schreibe mir dann diese Beschäftigung irgendwie auf die Fahnen, weil der ganze Kulturapparat so gebaut ist, dass eine Repräsentativität als Geste drinsteckt. Und man wird da auf eine Bühne gesetzt und ist da schon drin in diesem Sakko. Und das heißt, man hat es nur bedingt selbst im Griff, wenn man versucht, damit sein Leben zu verdienen oder in diesem Markt sozusagen zu agieren. Ob man jetzt eigentlich... in der aufrichtig gemeinten, super aufrichtigen Interessiertheit für eine wahnsinnig wichtige Kultur zum Beispiel, dann nicht doch die Bühne einfach übernimmt, wo jemand sprechen sollte, der eben nicht gehört worden ist bis jetzt oder so etwas. Also es sind sehr schwierige Sachen zu navigieren und tatsächlich mit richtig-falsch ist da, glaube ich, wenig zu holen. Und es ist auch schwierig, alles richtig zu machen. Ich meine, es gibt aber schon Zukunft ohne Herkunft. Ich glaube, es gibt nur Zukunft ohne Herkunft. Um das zu beantworten. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich muss kurz nachfragen, was du damit meinst. Wahrscheinlich können wir uns dann einigen, dass ich eh genau dasselbe meine, wie damit gemeint ist, das ist dann Dialektik. Also es ist nicht binär, sondern Dialektik. Und dann sind wir alle glücklich. Okay, also die Messlatte ist ziemlich hoch gesetzt worden, jetzt gerade eben. Das war die eröffnende Antwort. Und unser Plan ist jetzt, dass wir gleich einsteigen mit dem ersten Leseblock, nämlich von Ann Cotton. Und wir werden jetzt hören, wie das, was wir jetzt versucht haben, theoretisch vielleicht auszudiskutieren, jedenfalls ansatzweise poetisch klingt. Ja, vielleicht noch, doch noch ein paar Kommentare dazu, Vokabel sozusagen. Ausländerisch wird als Wort vorkommen in der ersten Zeile. Das ist ein Ausdruck, den ich von meinem Mann geklaut habe, der das gesagt hat und wo ich den Ausdruck besser fand als ausländisch, weil Ausland, sowas gibt es nicht, aber ausländerisch. Weist darauf hin, dass das ein Vernakularbegriff ist, der irritieren soll. Suica heißt die Metrokarte in Tokio, die es nicht mehr gibt, weil die Firmen sich nicht einigen können, heißt aber auch Wassermelone. Wassermelone findet man auf dem Titel meines Schiffs in einer Scheibe, meines Buchs als Scheibe, die sich dreht und dieses Motiv ist eigentlich generativ für dieses Gedicht, das ich gleich vorlesen werde. Weiters wurde geklaut bei, also die relativistische Flotte ist eine Flotte, Raumschiffflotte, die erfunden wurde von Angela und Karl-Heinz Steinmüller, für mich eine der allerbesten deutschsprachigen Science-Fiction-Autoren, die es gibt. Ich bin große Fanin und das ist also so eine Art Fanfiction, das steht aber auch im Gedicht drin. Kraniche sind von Brecht geklaut oder Brecht hat die Kraniche von Berlin geklaut, unklar. Nähe bedeutet ungefähr das, wonach es klingt im Deutschen, aber nicht ganz. Es ist ein japanischer Ausdruck. Eine kurze Landung der Suica. Die Suica ist ein ausländerisches Schiff. Schiff heißt Technik. Sie ist ein Holzweg, a stub. Ach so, Heidegger habe ich auch beklaut, aber bei dem ist wurscht. Ein abweichender Strang, eine deviante Fanfiction der relativistischen Flotte.
Ich meine, er hat nur darauf gewartet. Er ist erst in den USA zu seiner eigentlichen Gestalt gekommen. Die Suika ist nicht, sie fährt. Schrift ist ihr Kondensationsstreifen, Beschleunigung ihr Messgerät. Die Antriebsart ist Sehnsucht, Hoffnung der Treibstoff der Suika. Nebst einer Art der Fortbewegung, die Gewärtigen genannt wird. Gewärtigen dient als Notaggregat. Es wird bei jeder Beschleunigung und jedem Abflauen der Sehnsucht, mit jeder Veränderung also, wieder aufgeladen. Weil durch die Veränderung das Ausmaß deutlich wird. Haha, ihr arbeitet mit Samen, wir mit Rasen. Halt, bleiben wir noch einen Moment hier. Ich will euch mehr darüber sagen, wie wir funktionieren. Die Richtung des Schiffs wird andauernd neu berechnet als Summe aller laufenden Vektoren der Sehnsucht, sodass wir manchmal lange an einem Ort in der Luft hängen, nur um plötzlich in eine Richtung loszuschießen, nur um urplötzlich innezuhalten, weil unter uns manche einen guten Kontrast über alles andere lieben. Das Tempo wird bestimmt dadurch, welche Größenordnung wir wählen. Kurzfristig befördert uns jede Sehnsucht schnell, wenn sie gerichtet ist. Aber der mittlere Sehnsuchtswert lässt uns oft effektiv mit den Kranichen über Berlin kreisen. Halt, bleiben wir noch einen Moment hier. Im Zweifel wird die Suika zu einem intensiveren Punkt in der Raumzeit. Wir möchten enden als junges schwarzes Loch, wenn Dasein und Desire in eins fallen. Halt, noch nicht aufbrechen. Vorläufig fressen immer noch kurzfristige Begehren und Einfälle uns auf, schicken uns wieder fort, denn wir dürsten nach mehr Interesse, weiterem Begehren. Halt, der Rest der relativistischen Flotte scheint immer noch an eine Art von Fortschritt zu glauben. Ihnen erscheinen wir als Gespenst. Wir hoffen, Sie haben recht. Nee. Die blassen Gespenster von Ideen sind wir und erscheinen ihnen nur, weil sie können, weil sie noch Spielraum haben. Halt, zurück. Singen unser Lied mit, uns gemeinsam zu betäuben, damit wir verschwinden können, ohne dass ein Schmerz uns zurückruft. Unser Shanty geht so. Wir kämmen Algen, wir schneiden Algen, wir fahren mit unserer Klinge herum. Wir beißen bei jeder Kurve in den Staub. Oi mei. Sand kullert immernd durch unsere Kiemen. Indessen gewärtigen wir, warten, schießen urplötzlich los. Halt, wie Haie, ne? Leben wir in der Differenz, atmen, indem wir uns bewegen. Wir denken wie Winde, an Sachen in Erscheinung tretend nur und in anderen Medien. Übersetzen zur Kenntlichkeit dies in jenes. Wie die Melonenranke, die auf dem Komposthaufen wächst und mit dem Körper denkt und schreibt, schwellen wir gelegentlich voller Saft ihr Messer. Schau, unser Atem verarbeitet Algen und macht mit unserem Kämmen und Gehen für euch eine glatte Oberfläche zum Schwimmen, schimmernd. Man könnte Sehnsucht fühlen, unsere Erfahrung auszuwickeln, wie eine Teekanne aus der Vergangenheit. Ishin den Shin. Tropfen, Spuren. Jede Erscheinung ist eine Havarie der Möglichkeiten. Wir sehen nur die Einzelteile, vermissen die Ruhe der Vergangenheit. Vermissen ist Denken. Deswegen ist Denken so blöd. Wir fahren. Wenn wir fahren, kommt jemand anders. Ihr werdet euch schon verstehen. Das hier hört ihr doch auch. Sprache ist so nice, weil sie so kalt ist. Nee. Man hält die Wange daran und hört, wie es in der Tiefe spinnt. Alles, was an der Welt verwirrt ist, verzerrt ist, ist hier. Wenn man anzieht, beginnt der Knoten zu glühen. Aus der Antriebskraft durch Differenz wird eine dreckige Verbrennung, die wir irgendwie lieben und zur Beschleunigung wie zur Bremsung nutzen. Also na gut, adieu. Tempoveränderung ist ja nur ein Fenster, Blicke, Berechnungen, Scrollen, eine laufende Geburt. Navigation hingegen, je nach Betriebssystem, ein Glitch auf Sicht. Wenn wir etwas zu uns heranziehen, dreht sich das ganze Schiff. Also adieu.
Vielleicht höre ich hier auf, es sind nur wenige Zeilen noch. Sollen wir dich kurz in Ruhe lassen oder darf ich kurz was fragen? zu diesem Thema zurückzukommen, das immer wieder auftauchte innerhalb dieser zwei Tage, nämlich die Kolonialgeschichte. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie es zu diesem Buch überhaupt kam. Also ich kenne die Geschichte, aber vielleicht in deinen Worten ist sie einfach interessanter erzählt. Wie kamst du zu dieser hawaiianischen Geschichte, zu dieser Mehrsprachigkeit auch des Bandes? Vielleicht erst einmal verschieben wir die Frage auf danach und du machst weiter mit. Ja, natürlich. Wir kommen später, glaube ich, nochmal ins Gespräch alle miteinander. Von daher ist jetzt keine Frage verloren, nur die Aufmerksamkeit ganz leicht verschoben. Ich habe die Freude, Dennis Utlu begrüßen zu dürfen, ein Autor, der nicht zum ersten Mal im Textland-Festival zu Gast ist, sondern ganz maßgeblich, wie ich finde, den Charakter dieses Festivals mitgeprägt hat in den letzten Jahren. Dennis hat gerade seinen dritten Roman veröffentlicht, über den wir heute kurz sprechen werden. Vaters Meer heißt der. Und gerade, dafür können wir auch eigentlich nochmal klatschen, den Bayerischen Buchpreis verliehen bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Dennis schreibt aber auch Essays, unter anderem hat er ein Essay über Vertrauen geschrieben in dem Sammelband Eure Heimat ist unser Albtraum, herausgegeben von Fatma Aydemi und Tengami Yagobifara. Auch den können Sie käuflich erwerben am Büchertisch. Und warum ich das sage, ist, weil Dennis sich, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen mit sozusagen in diese Gesellschaft oder an einem Gespräch in dieser Gesellschaft teilhat, auf der literarischen, auf einer journalistischen hatte er es als Kolumnist eine ganze Weile. Er hat auch eine Reihe im Maxim Gorki Theater, die heißt Prosa der Verhältnisse, besser kann man seine Diskussionsreihe eigentlich nicht nennen, in der er Autoren einlädt, um mit ihm über die Ethik des Schreibens zu diskutieren. Etwas Ähnliches werden wir vielleicht heute Abend in allerkürzester Kürze tun. Meine These zu Dennis' neuem Roman: in diesem Buch wird Erinnerung nicht nur durchgespielt, sondern Erinnerung wird ein literarisches Programm. Und wie das funktioniert, darüber werden wir jetzt sprechen. Ich gebe nochmal einen ganz kurzen Rahmen. In diesem Roman gibt es einen Vater und dieser Vater lebt mit seinem Sohn und seiner Frau in Hannover und er leidet zwei Schlaganfälle. Und nach dem zweiten Schlaganfall hat er ein sogenanntes Locked-In-Syndrom. Das heißt, er kann sich nicht mehr bewegen, liegt in einem Bett und kann nur noch die Augen bewegen. Und mit diesen Augen kommuniziert er. Er zeigt der Mutter Buchstaben auf mit den Augen. Erzählt wird das Ganze aus der Perspektive des ungefähr 13-jährigen Yunus, des Sohnes. Und Yunus kann natürlich sehr viele Dinge, die im Leben seines Vaters passiert sind, nicht wissen, weil man eben nicht über alle Dinge, die den Eltern so passiert sind, spricht. Und das heißt, er überlegt sich Geschichten. Und er überlegt sich vor allem auch, wie hätte mein Vater das erzählen können, wenn er es erzählt hätte. Deswegen hat, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber jemand hat in einem Gespräch mit dir zu Recht angemerkt, dass man ja auch sagen könnte, der Titel Vaters Meer ist auch die Meer, also die Geschichten, die der Vater erzählt. Lass uns doch mal reinhören in den Anfang deines Buchs, Dennis. Oder möchtest du vielleicht auch selber noch vorher etwas sagen? Nee, ich würde mich nur bedanken, dass ich hier sein darf und mit euch hier dieses Podium teile. Danke an die KuratorInnen und weil du Textland jetzt auch erwähnt hast, an dieser Stelle schon auch an Ulla Beil, die zumindest in meiner äußeren Wahrnehmung ein Herz in Frankfurt ist, das mich gerne hierher bewegt. Dann fange ich direkt mit der Lesung an. Ich würde gerne dieses Stehpult verwenden.
Oh wow, danke. Ich lese zwar aus dem ersten Kapitel, muss aber gar nichts Einführendes mehr sagen, weil Miriam das schon ganz wunderbar eingeführt hat. Ich springe in die Mitte des ersten Kapitels. In den 10 Jahren, in denen mein Vater nur noch mit den Augen sprechen konnte und nicht mehr mit dem Mund, in den Jahren nach seinem Fallen, sprach ich nur noch auf Türkisch zu ihm. Ich hob die Stimme, damit er mich hörte. Sein Türkisch war in gewisser Weise mein Deutsch und mein Türkisch so gesehen sein Arabisch. Die Sprache, die uns mit unserer Mutter verband und die eine andere Sprache war als die, mit der wir durchs Leben schritten und nach uns selbst suchten. Deutsch war die dritte herznahe Sprache, über die mein Vater verfügte. Immerhin war er in seinen 20ern nach Deutschland gekommen und hatte den Großteil seines Lebens hier verbracht. In den Jahren des Alleinseins in Deutschland, stelle ich mir vor, hatte Vater gar nicht gesprochen. Doch wenn er sprach, muss das Deutsch gewesen sein. Es war also auch die Sprache seiner Einsamkeit und saß vielleicht dort, wo Schriftsteller auf ihre Schreibsprache stoßen. Auch ich erlernte irgendwann eine dritte herznahe Sprache, nämlich in den Monaten in Paris nach Vaters Tod. Aber Französisch blieb eine Fremdsprache für mich, wenn auch eine mir nahe, eine, in der die Stimme meines Vaters mitklingt. Denn ich erinnere mich, wie gerne mein Vater Französisch gesprochen und wie er sich einmal bemüht hatte, mir einige Wörter beizubringen. Wir waren nach Disneyland in Paris gefahren, meine Eltern, ich und eine weitere Familie mit ihren 2 Kindern. Eine furchtbare Reise. Meine Eltern hatten sich zerstritten und mein Vater weigerte sich, in Paris zu übernachten, und so waren alle erschöpft und am Ende ihrer Nerven gewesen. Für eine kurze Rast hatten wir im bereits abenddunklen Paris gehalten. Vater und ich liefen eine Straße hinunter und ich war fasziniert von den Gebäuden, die aus einer anderen Zeit stammten. Für ein Kind, das in Hannover in einem Nachkriegsbau aufwuchs, in jener Stadt also, die im Zweiten Weltkrieg zu 90% zerstört worden war, bargen diese Häuser etwas Fantastisches. Wo du hinsiehst, Geschichte, sagte Vater, als wir durch diese Straße spazierten. In der Nähe war die Trasse der Metro zu sehen und später, als ich in Paris lebte, suchte ich in der Gegend um Bir Hakeim nach dieser Gasse, durch die ich mit meinem Vater gelaufen war. Uns rannte damals ein Junge entgegen, etwa in meinem Alter. Er hatte krauses Haar, war dunkler als ich und sah uns ängstlich an. Mein Vater machte ihm Platz und gab ein Zeichen, dass er sich nicht zu fürchten brauchte. Dass dieser Mann mit seinem Sohn nachts in einer leergefegten Gasse von Paris völlig ungefährlich war. Der Junge rannte an uns vorbei. Warum hatte er Angst? Fragte ich Vater. Hättest du keine? Fragte er mich, nachts allein. Ich dachte, Franzosen sind hellhäutig und haben glattes Haar, sagte ich. Und Vater antwortete, dass der Junge so wie ich sei, nur dass seine Eltern vermutlich aus Algerien gekommen waren und er in Frankreich lebe und meine Eltern aus der Türkei und ich in Deutschland, aber letztlich sei er wie ich. Fortan verband ich diesen Jungen mit Paris und nichts symbolisierte für mich das Frankreich meiner Zeit mehr als ein arabisches Kind, nachts allein in einer Gasse, umringt von erhabenen Häusern aus dem 19. Jahrhundert. Ein andermal auf dieser Reise, auf den Rolltreppen zu den Eingangsschaltern des Vergnügungsparks, las Vater mit mir die Wörter auf den Schildern. Bienvenue, entrée. Ich wunderte mich über die Buchstaben, die nicht ausgesprochen wurden. Aber Vater erklärte, daran sei nichts seltsam. Es reiche, die stummen Buchstaben mitzudenken und schon verändere sich der Klang. Vielleicht hatte er mit dieser kurzen Lehreinheit, bei der es gar nicht darum ging, zu lehren, sondern vielmehr darum, etwas miteinander zu teilen, die Struktur in mir angelegt für eine weitere Sprache, eine Vatersprache. Womöglich war das einer der Gründe, weshalb ich später, nach seinem Tod, in wenigen Wochen Französisch lernte und mich in meinen schlaflosen Nächten im Quartier Latin wenig mehr beruhigte als die Stimme Albert Camus,
Fast jede Nacht hörte ich die Aufnahme einer Radiosendung aus dem Jahr 1943, in der er Seite für Seite mit einer festen und sicheren, aber nicht unnahbaren Aussprache seinen ersten Roman L'étranger eingelesen hatte. Die einzige Frage, die ich meinem Vater stellte, als er nur noch mit den Augen sprach, bezog sich auf die Sprache seiner Mutter. Sprach Großmutter Türkisch? Vaters Augen blickten nach oben, was Nein bedeutete. Sprach sie Arabisch? Vater schloss die Augen für einen Moment, sein stimmloses Ja. War sie Araberin? Vaters Augen zeigten nach oben. Kurdin? Vater schloss die Augen, sprach sie Kurdisch, Vaters Augen zeigten nach oben. So glaubte ich, verstanden zu haben, dass meine Großmutter, die ich nur ein einziges Mal gelesen hatte, nämlich bei meiner ersten Reise nach Mardin, Kurdin war, die aber weder Kurdisch noch Türkisch sprach, die niemals lesen oder schreiben gelernt hatte und deren Muttersprache Arabisch war. Mutter sagte, es sei fraglich, dass mein Vater mich richtig verstanden hätte. Ich hatte meinem Vater diese Frage Ende der 90er Jahre gestellt. Der Bürgerkrieg in der Türkei hatte seinen Zenit gerade überschritten und auch in unserer Wohnung in Hannover für heftige Ausbrüche gesorgt. Politische Auseinandersetzungen, bei denen meine Mutter von Separatismus sprach und ich von Auflehnung. Der Konflikt in der Türkei reichte bis in unsere Küche, ohne dass es dabei je um den ethnischen Ursprung unserer Familie ging, denn das war nie Thema gewesen. Das Wort Kurde hatte ich zum ersten Mal in der Tagesschau gehört. In dem Sommer, in dem mein Vater zweimal fiel, lernte ich Gitarre spielen. Auch vorher hat es Versuche gegeben. Ich muss etwa 10 Jahre alt gewesen sein, als meine Eltern mir im Musikfachgeschäft Bornemann in der Königstraße eine Akustikgitarre kauften, auf der ich heute noch spiele. Ich erinnere mich genau, dass es eine Gitarre für 300 Mark und eine für 500 gab. Der Verkäufer sagte, man müsse spüren, welche Gitarre zu einem gehöre. Und ich bildete mir eine tiefe Verbindung zu der 500-Mark-Gitarre ein. Mein Vater, der niemals auch nur einen Pfennig zu viel ausgab, dessen deutsche Lieblingsredewendung lautete, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert, atmete tief ein und zählte die 5 Scheine auf den Tresen des aus seiner Sicht gewieft, aus meiner Sicht wohlwollend lächelnden Verkäufers. So standen meine Eltern zwischen lauter Musikinstrumenten wie in einem Garten und schauten sich um, als wären Pflanzen gewachsen, die sie nicht kannten, aber über die sie sich verhalten freuten. Ich fühlte mich dort wohler als in einem Spielzeuggeschäft nur und wäre am liebsten geblieben, nur die Fähigkeit, all diese Instrumente zu spielen, fehlte mir noch. Eigentlich kann ich mich nicht genau erinnern, ob mein Vater wirklich tief einatmete angesichts der 5 statt 3 Scheine. Es könnte sein, dass er an jedem Tag in diesem Musikgarten voller Liebe und Freude 500 Mark zahlte und auch keine Scheu vor 1000 gehabt hätte. Er sagte mir, dass er es bereue, niemals ein Instrument gelernt zu haben. Ein Musikinstrument sei etwas, was einen ein Leben lang begleite. Eine Sprache, ein Mensch, sagte Vater, ein Instrument, ein Freund. Bevor mein Vater fiel, lernte ich 2 Lieder auf der Gitarre, letztlich nur eines, denn das erste war lediglich die Blueskadenz, die sich auf leeren Saiten spielen lässt. Das zweite und also im Grunde einzige Lied war When the Saints Go Marching In. Mein Vater liebte es. Entweder das Lied oder mein Spiel, genau erfuhr ich das nie. Ich vermute beides, denn mein Versuch, Der Mond ist aufgegangen, zu lernen, ließ ihn kalt. Andererseits liebte er es auch, wenn ich sanft alle Saiten nacheinander anschlug und sie klingen ließ. Ich fühlte mich von ihm verhöhnt, als täuschte er nur Gefallen vor, denn die Saiten eines Instruments anzuschlagen und tönen zu lassen, war aus meiner Sicht weder Leistung noch Ausdruck von Talent. Heute denke ich, dass diese Lieder und die leeren Saiten, die ich für Vater anschlug, so gut wie die einzige und seltene Form von Musik waren, die es bei uns zu Hause gab. Meine leeren Saiten und die Musikauswahl der Sendung Köln Radio Sur. Aber wenn es so beruhigend war für Vater, ihm so gefiel, die leeren Saiten einer Gitarre zu hören, weshalb legte er dann niemals eine Schallplatte auf oder nahm das fernsehgroße Tonbandgerät in Betrieb? Weshalb drückte er nie auf die Play-Taste des Kassettenrekorders? Weshalb hörte ich meine Mutter allenfalls in den Sommermonaten in der Türkei singen?
Mit der Gitarre, die meine Eltern mir in dem kleinen Musikfachgeschäft in der Königstraße kauften, kam ein Musikinstrument in ein Haus, ganz ohne Musik, fast ohne Klang. Vielleicht war meine Mutter viele, oder gar nicht so viele, nämlich nur 12 Jahre vorher, so in dieses Haus gekommen, wie diese Gitarre, die ich an ihrem ersten Tag in unserer Wohnung versehentlich gegen den Türrahmen schlug und so ihren Lack beschädigte. 2 kleine rundliche Sprünge, einer etwas größer als der andere, wie ein Planet und sein Mond. Erst viele Jahre später, nur 3, aber für mich fühlte es sich an wie ein Leben, wie ein halbes Leben, also gefühlt ein halbes Leben später, wurde das Instrument zu meinem Freund, zu einem verdinglichten Teil meiner Seele. Es war Sommer, es roch nach Meer, an den Abenden flanierten Jugendliche mit unstillbaren Begehren am Strand. Ich war 13 Jahre alt, mein Vater fiel, ich lernte auf der Dachterrasse eines Cafés, das Regencafé hieß, von Fremden das Gitarre spielen. Dankeschön. Danke, Dennis. Ich wage es kaum zu zitieren, aber ich mache es jetzt doch auf die Gefahr, dass ich ausgelacht werde. Es gibt dieses Zitat von Wittgenstein, das immer alle rausholen, wenn es um Sprache und Herkunft geht. Und das lautet ungefähr so: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Frei zitiert nach Wittgenstein. Jetzt taucht in deinem Buch eine Idee auf, die mich sehr begeistert. Und das ist die, dass es eine Form von struktureller Anlage für eine Sprache geben könnte. Man muss sie nicht lernen, aber man muss irgendeine Form von herzlicher Verbundenheit zu ihr entwickeln, was auch die Welt, den Zugriff auf die Welt erweitern kann. So verstehe ich die Stelle in deinem Buch. Und das passiert ja, wie wir gerade gehört haben, gleich zweimal. Einmal mit dem Französischen und dann einmal mit dem Spiel auf der Gitarre. Also auch das ist ja eine Form der Begegnung mit der Welt. Und wie wir ganz zum Schluss in der letzten Szene gehört haben, der Erzähler Yunus bekommt die Gitarre als Angebot sozusagen von seinem Vater und lernt dann mit Fremden spielen. Also diese Bewegung des durchlässig Werdens für die Welt beginnt mit dem Erlernen oder mit dem Hören von Sprachen? Das ist eine sehr schöne Frage. Es gibt ja etwas vor dem Ausdruck, ne? Ein Augenblick, ein Gefühl, einen Zustand vor dem Ausdruck. Also bevor ich etwas sage oder sogar dichte oder spiele, gibt es ja etwas, was passiert in einem Menschen. Und ich glaube, dass das eigentlich eher der Ort ist, wo ich so etwas suchen würde, was zum Beispiel Muttersprache genannt werden kann. Ich weiß, das ist ein schwieriger Begriff manchmal, aber es ist, weil da die der Moment vor dem Ausdruck, das ist noch dieser Moment, wo das, was ausgedrückt werden soll, eigentlich nicht durch irgendeine Landes- oder Nationalsprache oder auch einen bestimmten kulturellen Kontext vereinnahmt worden ist. Und ich glaube, das hat auch viel mit Schreiben zu tun, weil es für mich eigentlich nicht so sehr die Sprache eines bestimmten Landes, also Deutsch oder Französisch oder sowas ist, was die Sprache der Dichtung ausmacht, wenn ich darüber nachdenke, was berührt mich eigentlich an einem Text. Es wird ja oft über die Schönheit der Sprache, die Schönheit der deutschen Sprache und so weiter geredet. Ich will das gar nicht irgendwie verleugnen, aber mich interessiert da noch was anderes, und das ist dieses diese wunde Stelle in einem, also wund gar nicht nur negativ gemeint, diese durchlässige Stelle in einem, wo der Ausdruck überhaupt erst entsteht. Das ist bezogen aufs Schreiben, habe ich es jetzt versucht ein bisschen zu benennen und in die Geschichte eingebettet. Es ist ja etwas, was den Vater, was den Sohn mit dem Vater auch verbindet, weil sie sozusagen für das, was sie bewegt und womit sie im Leben einen Umgang finden mussten, jeweils eine Sprache hatten, die nicht zu Hause gesprochen wurde. Das ist bei dem Vater das Arabische, der ist in Mardin geboren und aufgewachsen. Mardin ist ein mehrheitlich arabischsprachiges Land in einer kurdischen Region innerhalb der türkischen Jurisdiktion.
Und der spricht sozusagen zu Hause Arabisch und muss dann in der Schule plötzlich Türkisch sprechen. Und Yunus wächst in Hannover auf und lernt dann im Kindergarten eben Deutsch. Und der Vater nutzt das. Der nutzt das, um eine Verbindung zu seinem Sohn aufzubauen, indem er Deutsch mit ihm spricht, aber nicht, weil das sozusagen die Sprache ist, die der Sohn besser kann, was man ja schnell glauben würde und was vielleicht auch der Fall ist, sondern weil er weiß, dass dieses Verhältnis von Sprache, die ich zu Hause mitbekommen habe, und Sprache, mit der ich selbst wurde, indem ich mich in der Welt draußen behauptet habe, eine unterschiedliche Sprache ist. Und er ruft den Sohn sozusagen in dieser Sprache an, in der der Sohn in der Welt da draußen wird, was er ist. Und das verbindet die beiden. Martin Picard hat gerade schon genickt. Und ich darf ich mal dir die Anmoderation ganz kurz klauen? Ich habe einen unfassbar guten Podcast gehört, Martin, und du kannst sofort übernehmen gleich, aber ich muss das ganz kurz erzählen. Wie hast du das genannt? Das gute Migrantensyndrom, wenn Eltern ihre eigene Sprache nicht weitergeben an das Kind oder bewusst sozusagen eine andere Sprache sprechen mit ihm. Das war bei meiner Mutter so der Fall. Die hatte so die Einstellung, wir sind jetzt in Deutschland, du musst Deutsch lernen. So. Und da soll nichts anderes querschießen oder sonst was. Und das ist nur so Teil der Sache. Ich verstehe auch mittlerweile, dass sie das nicht wollte, weil sie von ihrem Ursprungsland so unheimlich traumatisiert war, dass sie das versucht hat, hinter sich zu lassen. Aber ich glaube, gerade wenn es um Sprache geht, ist es schwierig, weil man kann aufhören, eine Sprache zu sprechen, aber ich glaube, man kann sie nicht hinter sich lassen. Und so habe ich es dann halt auch irgendwann aufgeschnappt. So, sie wollte es nicht, aber es kam immer wieder raus. So. Und dann habe ich irgendwann auf eigene Faust gelernt, weil sie tatsächlich sehr dagegen war, mir das beizubringen. Und dann ist genau das passiert, was sie verhindern wollte. Das sah sie mir sehr dialektisch, glaube ich. Jetzt übergebe ich an dich, Alexandra. Ich kann gleich daran anknüpfen. Das ist wahrscheinlich, woran Sie sich noch erinnern, Martin Pirkas Auftritt in Klagenfurt dieses Jahr, wo er verdientermaßen zwei Preise bekommen hat für seinen Text mit Wenden sprechen, Pole sind schwieriger Volk. Und das ist, Sie hören es vielleicht im zweiten Teil des Titels, worum es ihm auch geht, zur Norm des Deutschen eine Gegennorm zu setzen. Und das macht er ja inzwischen nicht allein. Der Weg zu dieser unglaublichen Freiheit, in dieser Sprache sie zu literarisieren und zu einzusetzen als Kunst, dieser Weg wurde gebahnt, Sie wissen es wahrscheinlich, unter anderem auch von Thomas Gadi, dem israelischen Schriftsteller, der kürzlich den Leipziger Buchpreis bekommen hat. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil. Ich kenne diese Erfahrung des Muttersprachenverlusts bei gleichzeitigem Lernen der deutschen Sprache. Und dieser Melange, die dabei entsteht, ich glaube, das ist eine der Akzentsetzungen von Martin Pieker. Wir werden es ja gleich hören, vielleicht nur ein paar weitere Eckdaten zu ihm. Er wird am Ende der Veranstaltung auch einige Gedichte lesen aus seinem Band Livestream und Leichen. Das ist sein dritter Gedichtband. Auch darin wird das Polnische teilweise eine Rolle spielen, aber darüber steht etwas, was, wie ich finde, alle seine Texte trägt. Und ich würde sagen, dieses Etwas ist die Menschlichkeit sehen inmitten von Elend, Krankheit, Sucht, Alkohol, Gewalt und Rassismus. Das ist so, das ist der humanistische Ansatz von Martin. Aber ich kehre jetzt wieder zurück und frage dich jetzt, Martin, vor deiner Lesung, worin die Bereicherung besteht, wenn man diese Gegennorm setzt zu einer Norm des Deutschen? Ich weiß gar nicht, ob es mir anfangs so um Bereicherung ging. Ich glaube, was mich immer verwundert hat, ist, dass die Menschen anders reden, als sie schreiben. Und dann kommen Leute und sagen, das ist hohe Literatur und das ist ganz glatt gebügelt und das sind häufig einfach
Szenen, Romane, Erzählungen, die in meinem alltäglichen Leben nie so vorkommen würden. Und nicht, dass man das nicht tun darf. Man darf alles fiktionalisieren und literarisieren etc. Nur hat man mir dann immer häufig gesagt, ja nee, also du kannst ja nicht so Gossensprache in Gedichten verwenden. Und ich bin ein sehr sturer, widerspenstiger Mensch. Ich mache es dann extrem deswegen extra. Und nicht nur aus dieser Gegenbewegung, die man ja irgendwie auf Null reduzieren könnte, da ist einfach jemand anti, sondern auch, weil ich mir anschauen wollte und das immer noch will und das immer noch gerne tue, wie reden Menschen miteinander? Weil das, was wir bewusst sagen oder auch unbewusst, hat eine Bedeutung. Wir schenken dem ja Bedeutung. Ja? Oder ich kann allen Wörtern keine Bedeutung schenken, dann ist auch egal, was ich sage. Aber es geht um etwas und ich glaube, dieses Mündliche ist mir auch deswegen so wichtig, weil ich finde, dass das der Ursprung der Literatur ist. Alles das hier ist der nächste, ist eigentlich der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, den Mund aufzumachen und zu sprechen. Und so beginnt Literatur und so hat es immer begonnen und deswegen ist mir das, glaube ich, auch sehr wichtig, in welchem Akzent, in welchem Dialekt, in welcher Färbung das geschieht. Und der Mundraum ist eigentlich der Raum, wo Literatur geschaffen wird. Etwas Gekürztes vortragen. Zur Einführung. Meine Mutter ist 1952 in Polen geboren worden. Sie ist Mitte der 80er ungefähr geflohen. Sie sagte am Ende ihres Lebens, sie wusste selber nicht mehr genau wann. Was ich eine Zeit lang nicht glauben konnte und dann irgendwie doch, weil Sie werden gleich erfahren, warum. Ich habe im Prinzip eine Anekdote mitgebracht. Die Anekdote verorte ich auf irgendwann Mitte der 70er. Aus ihrem Leben. Das Besondere an meiner Mutter und mir ist, dass wir beide demselben Beruf nachgehen oder gingen. Sie war in Polen Lehrerin, ich bin hier Lehrer. Meine Mutter kam nach Deutschland und natürlich wurde das Studium nicht anerkannt und sie ist dann Altenpflegehelferin geworden. In ihrem späteren Alter ist sie dann zum Pflegefall geworden und ich habe die Pflege übernommen. Das ist nur wenig relevant für die Geschichte, aber was wichtig ist, ist, dass wir beide Lehrer sind und der Vorlauf an der Geschichte, die ich jetzt nicht vorlesen werde, ist, dass ich am Ende meines Studiums bin, aber eine Schule, ich habe schon als Lehrer gearbeitet, meinen Vertrag nicht verlängern darf, weil sie mich sonst fest anstellen müsste. Sie sehen, es wird aktuell, der Lehrermangel herrscht immer noch, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und dann hat meine Mutter durch das Gespräch, das wir geführt haben, einen unglaublichen Hass entwickelt auf Leute, die ehrenamtlich arbeiten. Weil meine Mutter der Auffassung ist, dass Leute, die ehrenamtlich arbeiten, wenn die das umsonst tun, dann macht der Staat das nicht, was er eigentlich tun sollte und entlohnt die Leute nicht. Ja? Weil meine Mutter im sozialistischen Polen aufgewachsen war, Arbeit muss sich lohnen. So. Ja? Das kann nicht sein, dass jemand arbeitet und nichts verkriegt. So. Und das alles nur als kurze Einführung. Ah ja, meine Mutter war alleinerziehend in Polen und in Deutschland. Sie hat zwei Kinder bekommen, eins dort, eins hier. Sehr seltsam, weil wir unglaublich auseinander sind und uns eigentlich gar nicht kennen. Aber das ist tatsächlich wichtig, weil ich nicht das Liebesleben meiner Mutter bereden will, sondern das Berufsleben und alleinerziehend ist dabei halt wichtig. So. Ich fange mit einem Gedanken von mir an und gehe dann in das Gespräch zwischen uns. Gegenwart ist ein Loadscreen für Vergangenheiten. Der Erzählung Zeit geben bedeutet, die Zeit verständlicher zu machen. Weißt du, Alto, ich bin Martin. Ach, Martin, ich liebe euch beide. Damals, ich habe gelebt mit Alto. Dann, ich bin zum Ministerium Edukazi gegangen. Du weißt, was ist, ja? Bildungsministerium. Genau, sie steckte sich eine neue Zigarette an und paffte dreimal. Ich habe gewusst, die suchen immer Lehrer für Land. Wo die Dörfer sind und so, machte eine Handbewegung in die weite Ferne. Die haben alle Lehrer versucht zu bewerben für die Land. Und ich bin gekommen, habe gesagt, ich will auf Land als Lehrerin arbeiten. Die haben vielleicht geguckt. Mit große Augen, so. Frau, alleine mit Kind und will von selber? Sie zog die Augenbrauen in die Höhe und ließ sie erst hinunter, als sie erneut an der Kippe gezogen hatte. Meine Mutter war keine gute,
aber eine sehr erheiternde Schauspielerin. Schon nächstes Schuljahr, ich war auf dem Dorf und auf dem Land war gut. Das Wohnung wurde von Gmina bezahlt. Wie heißt Gmina auf Deutsch, Martin? Gemeinde. Genau, oh, Gemeinde hat mir Wohnung auf Land gezahlt. In Stadt hast du bestimmte Sachen auch nur auf Karte bekommen. Fleisch, Wodka, alles nur auf Karte. Und auf der Land, sie lachte vergnügt, du hast von Chuap alles bekommen, immer. Nur Bauer hat immer Fleisch und Milch. Du, ich habe so viel Milch im Monat gehabt, wie ich wollte. Ich habe einmal bezahlt und Bauer oder Bauerin hat immer mir gegeben. Ich konnte nehmen, wann und wie viel ich will. Du hattest eine Milchflatrate, sagte ich grinsend, wissend, dass meine Mutter gar nicht wusste, was eine Flatrate sein soll. Und das heißt, auf dem Dorf hattest du eine freie Wohnung, gute Versorgung und hast gearbeitet? Gute Versorgung? Pft. Ich wollte doch Sklepo. Da gab es einen Laden, weißt du? Dieses Sklep hat zweimal die Woche Lieferungen bekommen aus der Stadt. Zweimal. Die Kinder von Grundschule aus meiner Klasse wussten nicht, was war Zahnbürste. Ich dachte mir nur, das kann nicht sein. Da stimmt was nicht. Soll ich gehen in diesen Laden und sage, ich brauche Zahnbürste. Dieser Mann sagt mir, gibt keine. Wie gibt keine? Und dieser Mann schaut mich an und sage mir, wenn keine kaufe, dann ich verkaufe nicht. Meine Mutter schaute mir rauchend in die Augen, ihre Lider auf Halbmast. Resignation vor Lächerlichkeit, ihre Augen gingen fremd. Sie war wieder dort, in diesem Laden, und nickte bloß. Pflegetipp. Das Nicken in die Vergangenheit verstehen lernen. Es ist keinesfalls ein Abnicken, keine Resignation gegenüber der Zukunft, sondern gegenüber der eigenen Vorstellung von Zeitgenossenschaft. No, und dann war auch keine Zahnpasta zu kaufen. Wozu, wenn gibt keine Bürste, ja? Ach, hui, zweimal die Woche kommen Lieferungen mit Essen und mit Bier und Wodka, aber Zahnbürste war keine. Mädchen, bitte mach keine Tee, ich kann nicht mehr. Ich ging den Wasserkocher arbeiten lassen. Ich bereitete die Kanne vor, goss auf, entfernte die Teebeutel nach 3 Minuten. Śmieszne rzeczy, no, bo niby co? Bierzesz mnie przykład, chodzę skromne. A mam władzę, panowie, że co ho? Cały wielki świat należy do mnie. Als ich zurückkam, saß meine Mutter da und schüttelte den Kopf. Als sie mich erblickte, nickte sie nur. Einmal, nein, ich habe oft so gemacht. Ich bin nach Arbeit mit der Taxi nach Białystok, meine Heimatstadt, gefahren und wieder zurück zu Apteka. Ich habe gekauft Zahnbürste, Zahnpasta und Shampoo na wsze. Weißt du, was ist wsze, Martin? Läuse, Mama. Ich weiß, was Läuse sind. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie gut ist deine Polnisch, weil für mich, du bist schon Deutsche. Da hatte auf Dorf oft und viele Läuse und ich habe nur eine Flasche für jede Familie gekauft. Da war alles mein Geld für diesen Monat. Weißt du, wie teuer war sowas? Sowieso kein Geld und dann ich habe versucht, die alle Familie zu helfen. Aber was ist eine Flasche Shampoo? Guck mal, die haben große Familie gehabt. Kleinste Familie war 8 Kinder. 8! Ich bewundere dich, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. Noch sicher. Überhaupt, ich bin auf die Dorf gegangen, weil ich wollte Welt verändern. Ich wollte Kultur für die Kinder und dass sie bessere Leben haben. Vielleicht rauskommen aus diesem scheiße Dorf, Ciemnota. Aber das ist doch wunderbar. Den Traum habe ich ja auch als Lehrermama. Ich will einen Unterschied machen. Ja, ich wollte Welt verändern. Heute weiß ich, wie dumm ich war. Aber damals, ich dachte, so geht's das. Das war richtige Zawód. Zawód? Meinst du Beruf auf Polnisch? Du meinst aber nicht Job mit dem Wort. Was meinst du mit Zawód eigentlich? Na, Zawód, das ist dieses Gefühl, wenn du machst was und geht's nicht. Du willst machen gut, aber geht nicht. Versuch's und versuch's, aber du kannst nicht schaffen. Ich schenkte uns Tee ein und verschüttete bei meiner Tasse ein wenig. Ich war sofort dabei, es genervt aufzuwischen. Ich muss dieses Wort jetzt googeln, Mama. Buchstabier mal bitte. Z-A-W-O, das ist Oskesko, D. Ich gab es bei Google ein und schrieb Bedeutung dahinter. Weißt du, manchmal, ich musste 2 Klassen zusammen unterrichten. Das war furchtbar. Und dann, po Lekcjach, ich habe Sportclub gemacht.
Da war es Sadalmo, umsonst. Rauchschwaden beschleunigten sich kurz, als meine Mutter leicht auf den Tisch haute. Ich habe diese Sportclub aufgemacht an Schule. Vorher war keine, nur ich dachte, sowas gibt es nicht in Polen. Schkoła ohne Sportclub. Meine Mutter drehte den Kopf leicht zur Seite, um zu weinen. Wir haben dann Leichtathletik gemacht und Volleyball und Basketball und alles. Ohne mich niemand hätte gemacht. Und das alles mit Kind. Mädchen war ja mit mich. Die ganze Arbeit und dann zu Hause mit Kind. Arthur, Mama. Es war Arthur. Ja, du weißt. Ich habe so viele gemacht, Mädchen, so viele. Sie sagte es in einem müden Ton, als wäre sie mal wieder durch das Kleingeldfach ihres Portemonnaies gegangen und hätte realisiert, es reiche nicht. Manchmal, ich habe nachts noch Poesia geschrieben. Aber du machst sicher ähnlich. Du gehst zur Schule, dann kommst du zu mich, dann zu Hause, du schreibst noch. Und Haushalt warte noch. Nie powierzę wam żaden sztab naszych słodkich i strasznych sekretów. Nie znajdziesz się z żaden z map tajemnicy ojczyzny poetów. Ich war sehr beliebt bei die Schüler, weißt du? Bei alle, besonders bei die Älteste. Nun ja, ich war junge Lehrerin. Ich habe auch Mini getragen. Ich hatte lange Beine. Ich war dünn. Ich hatte sehr schlanke, aber schöne Beine. Und alle haben geredet über mich. Ich war wie Ikone. Sie lachte und deutete an, dass sie mit dem Tee mit mir anstoßen wollte. Wir stießen an und sie machte dabei ein Gesicht, das eine Heilige imitieren sollte und bekreuzigte sich dabei. Sie tat es so schlecht sie konnte und war vielleicht doch keine so schlechte Schauspielerin. Wie lange warst du auf dem Land? 3, 4 Jahre. Nach fast 3, ich habe zu meiner Kollegin Jagoda gefragt, machen wir noch ein Jahr? Und sie hat gesagt, ja, noch eine. Jagoda war Polinistin. Wir waren beide aus der Stadt, aber wir wollten Welt verändern. Nun ja, junge Mensch ist dumm, ja? Das war richtige Sawut. Meine Mutter lachte heiterlos und zuckte mit den Schultern. Mama, ich habe die Definition gefunden, guck mal. Erste Bedeutung von Sawut, Beruf. Zweite Bedeutung von Sawut, Enttäuschung. Beruf und Enttäuschung sind im Polnischen ein und dasselbe Wort. Ich musste sehr lachen. Meine Mutter nickte mit ihren Lidern auf Halbmast. Pflegetipp. Der Beziehungsstatus zwischen Jung und Alt ist ebenso wie der von Beruf und Enttäuschung. Es ist kompliziert. Jagoda war richtige Freundin. Nur zusammen, wir konnten so lange aushalten. Noch dritte war Melina. Aber Melina ist geblieben. Sie hat eine Chłop geheiratet. Wieder betonte meine Mutter sehr polnisch die vorletzte Silbe. Geheiratet. Aber nach 4 Jahren sind Jagoda und ich zu Kuratorium gegangen und haben gesagt, jetzt ist Schluss, wir wollen neue Dorf. Meine Mutter grinste breit, nahm einen Schluck Tee und begann dann zu lachen. Die haben geguckt, wir waren 4 Jahre da, die haben Augen gemacht, ich sage dir. So lange hat überhaupt niemand ausgehalten. Sekretär hat sofort gesagt, ja, sie kriegen neue Schule. Mama nickte stolz. Leider, Jagoda und ich mussten an verschiedene Orte, aber war okay. Wir stießen erneut an, auf Jagoda. Der Tee floss an dem Tag wie Schnaps. Ich war an neue Schule, in Dorf. Nur 6 oder 7 Kilometer weiter. Aber was für ein Dorf. Ich habe gelebt in Villa. Ich hatte ein Zimmer, so groß wie jetzt meine ganze Wohnung, 2,5 Zimmer. Martin Jadna Rowerze. Ach, Arthur ist in der Wohnung Fahrrad gefahren. So groß war es? Wow. Na ja, wenn ich sage, Girls, das war keine dumme Dorf, da waren keine Buraki, bläde Bauer, das war ein moderne Dorf, Schklarne Bewe. Treibhäuser meinst du, oder? Ja, oh, das. Und dann war so gute Obst und Gemüse. Na ja, dieser Bauer war reicher Mensch wegen dieses Sklarnie. Wir hatten warme Wasser, Martin, warme Wasser und eine Toilette in die Haus. In andere Dorf, wir hatten Toilette auf die Straße. Da war eine Bude. Nicht in die Haus, nee. Und für Nacht, wir hatten eine Schüssel, weil ich gehe doch nicht nachts raus auf der Straße. Aber in diesem Dorf, da war warme Wasser aus der Rohre. Dusche mit Kafelki. Und wir haben nicht in Wanne aus Metall gebadet und Wasser auf Herd gekocht, nee. A mam władzę, panowie, że co ho, cały wielki świat należy do mnie.
Pflegetipp. Wer sagt, dass er seine Eltern kennt, kennt seine Eltern nicht. Mädchen, ich will gerne noch duschen. Kannst du mich gleich helfen? Ich habe diese dicke Fuß und will duschen, aber alleine, ich habe Angst, passiere mir was. Ich bin wie traumatisiert nach diesem Unfall und diesem Krankenhaus. Weißt du, solange ich denken kann, ich habe nur in Stadt gelebt und dann, ich wollte auf Dorf unterrichten und Welt verändern. Erste Jahre war wie, als hätte mich jemand in Kosmos geworfen. Das war meine ehrenamtlich. Also bist du genauso doof wie die, die du verachtest, grinste ich sie an. In diesem Moment war ich mir sicher, richtig zu sein als Poet und Lehrer. Ja, dass du weißt, nur dass du weißt, ich bin genauso dumme. Sie nickte und nickte. Danke. Ganz kurz, bevor ich gleich wieder an dich übergebe, wir werden gleich in Kürze ab jetzt sozusagen auch für Fragen aus dem Publikum keine Co-Referate, sondern Fragen öffnen. Und ich werde das Mikrofon überreichen an alle, die mir ein Zeichen geben. Aber weil wir ja schon erfahren sind und wissen, dass das nicht funktioniert, sobald man fragt, hat Alexandru eine Frage vorbereitet. Ich übergebe an dich und schau schon mal, wer etwas sagen möchte. Genau, ich wollte nur noch einmal N die Möglichkeit geben, auf diese eine Frage wenigstens einzugehen. Ich hoffe, ich quäle dich nicht mit der Frage, dass die Stimme doch noch einmal versagen muss. Genau. Als Ivo Diop gestern gesprochen hat, gab es auch einige sehr plastische Beispiele, was Kolonialgeschichte in Deutschland sein kann. Ich kann nur ein Beispiel nennen. Wir kaufen sehr oft ein bei Edeka. Aber weiß wirklich jeder von uns, was Edeka bedeutet ursprünglich? Das steht für die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Hallischen Torbezirk zu Berlin. Also in diesen kleinen Wendungen und Kürzeln und überall könnte man so etwas entdecken. Und sein Projekt, wie er es gestern auch erzählt hat, ist qua Konzept, qua Erinnerungskonzept, genau das zum Teil eines kollektiven Bewusstseins in Deutschland zu machen. Und das wäre jetzt noch einmal meine Frage an Anne Cotton. Ihr Fokus ist Hawaii und die Kolonialgeschichte Amerikas und ob es dort vielleicht besser klappt als eben hier in Deutschland. Ist es dort möglich? Ist es da bereits Teil der amerikanischen Geschichte, Geschichtsbewusstseins, was Sie gemacht haben, Ende des 19. Jahrhunderts, als Hawaii annektiert wurde? Interessante Frage. Antwort muss natürlich komplex sein. Also Hawaiianer sagen, es gibt gar kein offizielles Annexionsdokument. Das heißt, sie könnten im Prinzip jederzeit vor Gericht gehen und ausfechten, dass sie gar kein Teil der USA jemals gewesen sind. Das wurde so im Rahmen des Krieges als Notlösung so schnell und offenbar legal nicht komplett korrekt durchgeführt oder so. Ich kann so etwas nicht beurteilen und realistischerweise wirtschaftlich gesehen wird das nicht ganz bald passieren. Allerdings, was schon interessant ist, ist, dass die hawaiianische Unabhängigkeitsbewegung, wenn man das so sagen möchte, sich stark mit Ernährungssicherheit beschäftigt und sich besinnt auf die Anbautechniken, die ermöglicht haben, dass Hawaii, als die ersten internationalen Entdeckerschiffe und auch Walfangschiffe vorbeikamen im 18. Jahrhundert und später, dass sie da im Gegensatz zu anderen polynesischen Inseln einen Produktionsüberschuss hatten, derart, dass sie Leute in einem gewissen Ausmaß natürlich tatsächlich versorgen konnten. Unter anderem deswegen war das dann auch ein beliebter Hafen und dieser Überschuss reichte natürlich bald nicht aus. Aber sie haben eben eine Wurzel, Kalo, die in Nassfeldern angebaut wird und sie haben auch eine rotierende Bewirtschaftung von Fischteichen, die also quasi Salzwasser, aber eingehegt. Der größte Fischteich der Welt sozusagen war dort, wo ich da wohnen durfte, auf der Windward Side, gegenüber von Honolulu in Kailua. Das ist versumpft seit Anfang des 20. Jahrhunderts.
zunächst, weil also tragischerweise die Population nicht ausreichte, um es zu pflegen. Dann wurde es dann von der, also es gab einige Schritte von Annexion. Also bevor Hawaii Bundesstaat wurde, war das ja ein sogenanntes Territorium. Das waren auch Dirty Tricks, Dirty Moves. Die hawaiianische Königin war zum Teil eingesperrt. Ich kann nicht nur wegen Husten, das ist eine gute Ausrede, nicht die ganze hawaiianische Geschichte erzählen. Aber ja, dieser Fischteich wurde irgendwann sogar gebulldozert, also in der europäischen, es ist klischeehaften Annahme, Sümpfe sind ja schlecht für die Gesundheit und wir können eine Weidefläche draus machen. Kühe wurden hergebracht. Es ist lauter solche Geschichten, viele andere Geschichten, wie das eine der ersten elektrifizierten Reiche gewesen ist, das hawaiianische Königreich. Er hat auf der Weltausstellung Edison gesehen und sich von ihm die Elektrizität erklären lassen und dann gleich im Königshaus implementiert. Also es war, und sie haben auch an einer Stelle, die traditionell eben der lebensgebende Berg mit den Flüssen, wurde dann zu einem Wasserkraftwerk, mit einem Wasserkraftwerk ausgestattet. Und das alles sozusagen durchaus in einer Linie und in einer Kontinuität von der Praxis her mit der traditionellen hawaiianischen Regierungsweise. Was habe ich dort zu suchen? Ich hatte die Gelegenheit, im Rahmen eines Stipendiums dort an der Uni bei Professor Masato Ishida an der Philosophie zu hospitieren sozusagen, was für mich, für meine akademische Arbeit sehr wertvoll war. Und so als Fußnote, meine Mutter ist dort geboren. Das wäre an sich kein Grund für mich, unbedingt hinzufahren, weil ich weiß, dass man sollte da gar nicht hinfahren. Aber es war trotzdem rührend, dieses Spital zu sehen und auch irgendwie Danke sagen zu können, weil diese Insel auf eine Art meine Mutter ausgespuckt hat. Die Geschichte ist so, dass sie versuchten einen Neuanfang. Mein Großvater war ein bisschen ein vagabundhafter, unverlässlicher Mensch, hat, glaube ich, zu viel gesoffen. Ich weiß da die Details auch nicht genau, identifiziere mich nur. Aber sie wollten auf Hawaii neu anfangen, was an sich schon irgendwie in der Extravaganz mir irgendwie vertraut vorkommt. Und dann war meine Großmutter schwanger mit meiner Mutter und bekam Polio. Und es war so schwer, dass nicht nur das Kind schon beschädigt war, aber überlebte dank Hawaii und der Ärztinnen, sondern sie selbst war dann ganz körpergelähmt und konnte nur mit der linken Hand so kommunizieren und mit einer Atemmaschine dann jeweils im Ausatmen Teilsätze zu Ende sagen. So können wir sozusagen über verschiedene Behinderungen dann den Abend so zusammenfassen. Und ich huste mal ein bisschen ab. Noch ein Blick zu den potenziellen Fragestellenden. Ich bin ein bisschen noch bei der Bemerkung über die Aneignung, du hast das Appropriation genannt, die du im Grunde generalisiert hast. Jedes Erzählen ist eine Aneignung von Geschichte. Ich glaube, ich würde da ganz gerne noch mal reingehen, vielleicht auch mit euch. Martin, du hast gerade sehr speziell ja auch über deine Mutter gesprochen als Gegenstand, so seltsam es klingt, eines Textes, was ja auf eine gewisse Weise auch ein Aneignungsprozess ist. Und wahrscheinlich würdet ihr sogar auch d'accord damit gehen, dass ihr euch allerlei verschiedener Dinge, Ideen, Geschichten aneignet, um diese Romane erzählen zu können. Das ist ganz sicher so. Anne hat es ja auch gesagt am Anfang, die Frage der Aneignung ist eine große politische und komplexe und schwierige Frage. Gleichzeitig ist der Begriff des Eigentums nicht so alt wie die Literaturgeschichte.
Also die Idee des Eigentums, der Begriff des Eigentums ist etwas, was viel, viel später, also ungefähr Gilgamesch wurde 2600 Jahre vor Christus aufgeschrieben, wenn man jetzt die schriftliche Literatur mitdenkt, wenn wir das einfach nehmen, sonst ist es ja noch viel, viel älter. Dass irgendwie Eigentum im kapitalistischen Sinne oder im marktwirtschaftlichen Sinne, das geht relativ spät los. Also im Grunde genommen, dass Arbeitskraft eine Ware wird, ist so, das wird von dem Ökonomen Karl Polanyi auf das Jahr 1835 in England datiert. Das heißt, die Literatur, wenn ich an Literatur denke, entsteht in meinem Herzen, in meinem Kopf etwas, das so viel größer und umfassender und weiter und extremer ist, als das, was Eigentum jemals sein kann, dass es mir schwerfällt, mit Eigentumsbegriffen überhaupt über Literatur nachzudenken. Ein Zusatz dazu, ein kritischer Zusatz ist natürlich, dass seit es eben Eigentum gibt, oder Rousseau sagt, seit der erste Mensch irgendwie einen Pfahl irgendwohin geschlagen hat und gesagt hat, das ist meins, gibt es natürlich Konflikte, auch tödliche Konflikte und Situationen der Enteignung, und das kann eben auch auf einer sprachlichen Ebene oder im Umgang mit Narrativen und Geschichten passieren. Und das ist dieser politische Aspekt, der so extrem wichtig ist, den wir nicht vergessen dürfen. Aber ich würde ungerne diese beiden Ebenen vermischen. Die vermischen sich einfach sehr, sehr schnell. Für mich ist die Frage, die du gestellt hast, oder meine Antwort auf die Frage, die du gestellt hast, eigentlich auch eine Antwort auf das Thema unseres Panels. Braucht Zukunft Herkunft? War das die Frage? Zukunft? Die These. Podiums ist Zukunft braucht Herkunft. Zukunft braucht Herkunft. Hinter jedem Satz steht ein Satz. Hinter jeder Geschichte steht eine andere Geschichte. Hinter jeder Metapher steht die Metapher einer anderen Dichterin, eines anderen Dichters, einer anderen Dichterin. Und das ist so ungefähr das Schönste, was es gibt, finde ich. Und der unideologischste Herkunftsbegriff, den ich je gehört habe. Also die Suggestion ist natürlich, mit Herkunft ist etwas sozusagen Identitäreres gemeint als, ich habe schon eine Menge Bücher gelesen. Ja, ich habe eine Menge Bücher gelesen. Ich habe ja vorhin gesagt, es geht nicht nur um Bücher, es geht auch ums Erzählen und Zuhören. Also ich wollte jetzt nicht so ein Gefühl des Elitären vermitteln, sondern im Gegenteil. Ich freue mich darüber, dass die Geschichten nicht originär sind und es niemals waren, sondern dass in allen Geschichten auch viele andere, um nicht zu sagen alle anderen Geschichten, ein Stück weit mit drinstecken. Und deshalb ist die Herkunft der Literatur die Herkunft, und deshalb ist die Herkunft des Sprechens die Sprache, und deshalb ist die Herkunft einer Poetik die Poesie. Und so verstehe ich Herkunft, und von dort aus mache ich mich auf den Weg in die Zukunft. Ja, irgendwie zuhörend komme ich auf den Begriff einer traurigen Kreativität oder so. Also ich wäre ja auch jemand, der sagt, meine Herkunft ist in Büchern, oder das ist das Erste, was mich rootet oder erdet oder so etwas. Und das ist von überall her, also nicht von überall, ich merke dann die Fehlgewichtungen dessen, was gedruckt ist und so weiter. Die ganzen Biases, und deswegen stören sie mich auch so, deswegen machen sie mich wütend. Aber also Kreativität als etwas, was aus einem Mangel kommt, also was nicht den Überschuss an Sachen, an Güte, an Produktivität, Produktionskraft oder so etwas ist, sondern auch etwas, was in einem tiefen Loch steckt und hinaufwächst, um Richtung Licht, weil es es braucht. Ich sage immer ganz arrogant, ich schreibe die Bücher, die ich eigentlich gerne lesen würde, das heißt, da fehlt was. Und ich versuche das. In mir selbst ist es immer ein Scheitern, weil ich das Gefühl habe, es ist nie gut genug. Oder ich erreiche das nicht, was ich eigentlich wollte, weil auch da wieder die Erwartungen und die Realisation unterschiedliche sind. Aber ich glaube, bei Aneignung, ich habe lange auch darüber nachgedacht, weil das Thema ja jetzt so politisch populär ist auch. Ich glaube, das Problem habe ich immer dann, wenn etwas entweder kapitalisiert wird oder wenn jemand etwas
für sich selbst in Anspruch nimmt, aber andere dafür diskriminiert. Also das sind die zwei Punkte, wo ich es richtig kritisieren würde. Und bei allem anderen gehe ich dann in eine unglaublich psychoanalytisch-buddhistische Richtung, die sagt, eigentlich gibt es ja gar kein Selbst, fast schon. Und alles das, was wir haben, ist irgendeine Form von Aneignung, in der wir dann ein Selbst repräsentieren müssen in der Gesellschaft, damit wir uns überhaupt voneinander unterscheiden und irgendwie die Möglichkeit haben, uns selbst zu erfahren. Weil das, was es gibt, ich glaube, es gibt kein Selbst, aber Selbsterfahrung. Und Literatur ist für mich auch genau das, ist eine Form von Selbsterfahrung. Und natürlich eigne ich mir da auch immer was an. Ich habe mir ja allein schon eine Sprache angeeignet seit dem Kindergarten oder zwei, wenn man so will. Und das ist auch alles fremd. Und wir alle sind irgendwie so geworfen in diese Zustände, über die wir erstmal nicht viel zu entscheiden haben. Und trotzdem ist es dann unheimlich wichtig, wie wir uns in diesen Zuständen verhalten. Und da würde ich dann die steile These bringen, die mir eben eingefallen ist, ist die Zukunft nicht vielleicht eigentlich unsere Herkunft und wir denken das falsch? Und wir denken Zeit einfach zu linear. Ich frage jetzt auch Science-Fiction-technisch, kommen wir nicht eigentlich aus der Zukunft und sollten wir deswegen nicht pfleglicher mit dir umgehen? Martin, wir kommen aus dem Supermarkt. Also im ganz wörtlichen Sinn, ich bestehe aus Kakis und Ingwer und also Wasser aus der Leitung. Also das ist alles ganz wörtlich gemeint. Aber also das habe ich im Hawaiianisch-Sprachunterricht auch gelernt und war da so geflasht und dankbar, dass jemand anderer das sagt, dass nicht nur ich rumspinne und im Supermarkt stehe und vor Ekel nicht bewegungsunfähig bin, sondern dass das wirklich so ist, besteht aus dem Ganzen. Und was soll man machen? Am Ende machen wir das, was wir für richtig halten, und das spiegelt sich vielleicht in Texten wieder. Ich glaube auch, dass wir uns tatsächlich nicht in einer Diskussion verlieren sollten über kulturelle Aneignung. Das wäre da müssen wir ein anderes Podium machen. Und dann könnten wir diesem Thema wahrscheinlich gerecht werden, weil wir ja jetzt gerade über künstlerische Freiheit sprechen. Und auf dem anderen Podium, das wir jetzt nicht führen, aber vielleicht im nächsten Jahr, würden wir möglicherweise darüber sprechen, dass es faktische Ungleichheiten in dieser Gesellschaft gibt. Und der Vorwurf der kulturellen Aneignung reagiert auf diese Ungleichheiten. Also es ist selbst eine Reaktion, und nicht sozusagen ein reiner, freier Moralismus. Deswegen können wir das vielleicht noch ein bisschen zur Seite schieben. Aber ich versuche doch noch einmal in eine Ungleichheitssituation reinzuspielen. Wir sagen, und ich finde, das ist ein total guter erste Zwischenbilanz, wir definieren unsere Herkunft jetzt als die Menge der Sätze, mit denen wir so umgehen im Werden. Peter Handke, man kommt immer total gut an, wenn man Peter Handke so zitiert, hat, als er einen sehr großen Preis, von dem wir alle wissen, bekommen hat, hat er gesagt, ich komme von Cervantes her und von Homer. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn ich mich hinstelle und sage, ich komme von Jascha Kemal her oder von Mahmoud Darwish oder so, dann wird das sozusagen, dann wird mir das anders ausgelegt werden, als wenn Peter Handke sagt, ich komme von Cervantes her. Nämlich möglicherweise wird erstmal überhaupt niemand verstehen, ja, wer ist denn Jascha Kemal? Oder Emil Sefki Özdemir, ja, wer ist die denn? Also das sozusagen, wir müssen doch, wenn wir sagen, wir sind die Summe der Texte, unserer Texte, dann müssen wir doch aber zumindest akzeptieren, dass möglicherweise ziemlich viele Texte, die ich gelesen habe, ich als fiktive Person, für manche Leute in diesem Raum, in dieser Gesellschaft weniger bedeutsam, weniger kanonisch, weniger bekannt sind als andere. Ja, aber deswegen ist es ja auch eine Herkunft und nicht eine Verortung in einer universal gedachten Frankfurter Bibliothek oder so etwas. Also das ist ja kein Universalismus, also kein Bezug auf einen Kanon, der irgendwie funktionieren würde oder so. Also wenn ich auf meinem Bett liege und diese komplett verstaubten und im Arsch seienden Bibliothekswand anschaue mit dem Flotsam und Jetsam der letzten 15 Jahre und der Gedanke tatsächlich einschießt, weil es gibt keinen anderen Raum auf der Welt, der mehr darstellt, was ich irgendwie die ganze Zeit gemacht habe, dann sind die meisten da, weil sie schwer zu kriegen sind, weil sie irgendwelche individuellen Sachen sind, wie Lyrikbände, selbst ausgedruckte Sachen von Bekannten, also Das ist überhaupt nicht ein Kanon. Und das mit dem Kanon ist diese View from Nowhere, der irgendwie verschiedene Aspekte hat und den ich nicht ganz loslassen kann als Gedanke, weil er mich quasi sozusagen anzieht, also einen gewissen Sog hat.
Es ist ein totaler No-Go zu sein, es ist Nowhere und diese Unsichtbarkeit zu benutzen. Und gleichzeitig ist es der einzige Ort, es ist vielleicht der einzige Ort irgendwie. Ich glaube, dass es da schon einen Zusammenhang gibt, also zwischen der Wirkweise zum Beispiel eines Kanons und gleichzeitig würde ich dem trotzdem zustimmen, dass Herkunft auch eine Befreiung davon sein kann oder so. Und ich finde eigentlich Handkes Aussage da fast trivial, ehrlich gesagt. Also jeder, der Romane schreibt, kommt irgendwie ein Stück weit von Cervantes natürlich, weil er in gewisser Weise der Erste ist, der in dieser Form einen Roman geschrieben hat. Ich würde ja, mich interessiert dann sowas wie, wenn wir über, also anders. Ich glaube, der Kanon wirkt, auch wenn wir ihn nicht wollen. Ich habe erst mit, ich glaube, Anfang 30 oder Mitte 30 das Alte Testament gelesen. Also ich komme nicht aus einem christlichen Haushalt. Das war kein die Bibel war kein wichtiges Thema bei uns zu Hause. Und ich habe mich relativ spät erst, so ungefähr nach meiner ersten und einzigen Corona-Erkrankung, angefangen mit der Bibel zu beschäftigen, so intensiver. Und als ich dann dieses Alte Testament gelesen habe, habe ich festgestellt, ich wusste unheimlich viel. Ich kannte unheimlich viele dieser Geschichten und die wurden mir nicht zu Hause erzählt. Ich habe sie nicht gelesen. Ich hatte auch keine Bibelhörspiele zum Einschlafen oder so. Und auch keine Bibel für Kinder. Ich hatte all das nicht. Und trotzdem kannte ich ganz viele dieser Geschichten. Und ich glaube, das stimmt auch für andere Texte. Das ist jetzt einfach das vielleicht dominanteste oder größte Beispiel. Das heißt, der Kanon wirkt in mir auf jeden Fall. Und ich denke dann gerne, dass die Herkunft dann doch sozusagen die Zukunft sein kann, indem ich vielleicht versuche, über sowas wie einen Deutungskanon dann eben das, was da ist und in mir wirkt, anders zu verstehen. Also wenn Handke sagt, er komme von Homer, weiß ich nicht genau, wie er das meint. Aber wenn ich über Homer nachdenke, ist das halt, wenn es diese Person überhaupt gab, ein Barde in der Region von Izmir gewesen, der von Dorf zu Dorf gezogen ist und seine Geschichten gesungen hat. Eine Tradition, die es dort nach wie vor noch gibt. Ja, das heißt, wie wir sozusagen die Texte, die in uns wirken, einschließlich der Bibel, heute lesen, verstehen und wirken lassen, da haben wir durchaus ein Wörtchen mitzureden. Das glaube ich schon. Dass sie in uns wirken, das ist uns sehr früh mitgegeben, glaube ich. Das müssen wir akzeptieren. Und dann ist immer so lustig, wenn Leute sagen, ich komme von, und ich habe eben so drüber nachgedacht, und ich würde sagen, so, ich komme von der Melancholie, von der Traurigkeit, vom Mangel, von Wut, vom Schrei, von Wildheit, und das, was ich dann entlang dieser Gefühle finde, sind manchmal Texte, die das auf vollkommen andere Art und Weise fassen als ich. Und das begeistert mich dann, weil ich dann sehe, dass diese ganzen Regungen in mir irgendwie auch anders gefasst werden, aber ja trotzdem von Menschen ähnlich empfunden werden. Und ich glaube, das ist mir viel wichtiger, als wenn da jetzt steht Handke oder Cervantes. Und deswegen, das, was ich lese, ist manchmal weltbekannt und manchmal, keine Ahnung, kennen das 10 Leute in Deutschland. Und am Ende ist mir das egal, solange der Text für mich etwas mit mir macht. Es kann mich zum Nachdenken bringen, es kann metaphysisch sein, es kann einfach nur pures Gefühl sein, es kann die wildeste Mischung in einen Cocktail sein, und manchmal ist es auch einfach nur schöner Umgang mit Sprache. Das ist ja manchmal simpel. Sie haben es vielleicht gemerkt, in unserer Ankündigung der Veranstaltung tauchen ja sozusagen zwei Wendungen auf. Einmal so die Herkunftskritik. Natürlich bezieht sich das auch auf das, was wir gerade aus der Autofiktion kennen. Was bedeutet ein sozialer Aufstieg? Was ist eine Autosoziobiografie? Und dort taucht auch eine zweite Wendung, und die stammt von Gottfried Keller, und zwar das Lob des Herkommens. Ich hatte den Eindruck, nachdem Annie Ernaux den Literaturnobelpreis bekam, dass die Leute irgendwie auf dem Gipfel waren mit ihrem Unbehagen gegenüber dieser Gattung der Autofiktion. Also wie als ob sie sich anstatt einer Herkunftskritik nun endlich mal ein Lob des Herkommens sich wünschen. Und das ist wahrscheinlich ein Spagat wert,
können diese zwei Komponenten miteinander existieren, also eine Herkunftskritik auf der einen, ein Lob des Herkommens auf der anderen Seite. Also das ist so die Frage, ist das möglich? Wer übernimmt? Ich fange direkt an, weil ich einen Gedanken im Kopf habe, entschuldigt. Ich habe gestern, Lars Berfuß hat über Utopie geredet und bestimmt noch einige andere. Lukas Berfuß, ich bin schlecht mit Namen, Verzeihung. Aber der Begriff der Utopie ist eigentlich, glaube ich, immer noch ein wichtiger und wir haben den so abgetan als historisch und ist nicht mehr relevant. Aber die Sache ist, und deswegen meinte ich, wir kommen von der Zukunft her, am Ende ist ja, wenn wir uns fragen, nicht nur wer wir sind, sondern ich habe manchmal den Eindruck, die viel wichtigere Frage ist, wer wollen wir sein? Und wer wollen wir sein, ist immer eine Frage, die hingerichtet ist auf einen Zustand, der noch nicht da ist. Das ist im Prinzip auch immer eine utopische Frage. Ne? Wer wollen wir sein? Das kann man als Individuum und als Gesellschaft stellen. Und ich glaube, dass das eine unheimlich wichtige Sache ist und ich deswegen auch immer Herkunft nicht verbinde mit Heimat. Weil meine Herkunft bin ich, der, wie ich vorhin schon gesagt, das ist so ein Geworfensein. Ich bin da und dort geboren, das ist meine Mutter, das ist mein Vater, ich muss damit umgehen. Aber nur kurz, dass ich, natürlich ist das nicht Heimat in einem geografischen Sinne gemeint. Nee, absolut. Es ist natürlich immer eine soziologische Analyse, sozusagen die Struktur einer Gegebenheit, das meine ich auch mit Autofiktion, wenn man sich gerade die französische Autofiktion anschaut, dann wird man feststellen, dort wird etwas kritisiert, weil es elendig ist. Die Struktur selber ist so, dass man sie sozusagen dekonstruieren muss, um etwas Neues zu erreichen oder einen sozialen Aufstieg zu erreichen. Also da Herkunft als das gemeint. Genau. Und das wollte ich ja nur noch mal betonen, dass das nicht zusammengeworfen wird, weil ich nicht glaube, dass das funktioniert. Ich glaube, wenn Herkunft gleich Heimat ist, sind wir an einem Problem. Dann sind wir an einem politischen Problem und dann sind wir vor allem an einem menschlichen Problem, weil wir uns alle verdammen. Also das Problem an der Vergangenheit ist ja, dass sie nie tot ist und wir leiden immer unter ihr sozusagen. Aber es gibt ja auch schöne Sachen in der Vergangenheit, mit denen man arbeiten kann oder Probleme, die man überwinden will. Das heißt, die müssen ja da sein. Und ich glaube, darüber nachzudenken ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Prinzip, die Herkunft zu betrachten, nicht mal immer, um sie zu überwinden, weil das nach so einem Superman-Move klingt, man hat jemanden besiegt, sondern um sich zu fragen, und wer will ich sein? So, weil das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir differenziert das schon durchaus und das ist, wabert immer so und ist nicht immer so mit sich im einen. Aber da ist dann tatsächlich immer die Frage, okay, jetzt bin ich hier, ich bin hergekommen durch alles das, was passiert ist. Geschichte, Erlebnisse, Beziehung, I don't know, you name it. Aber die Frage ist ja von diesem Schritt aus weiter, wohin? Und das Lob des Herkommens ist, finde ich, immer nur dann gegeben, wenn man tatsächlich einen Punkt erreicht hat, den man sich vorher fast als unmöglich vorgestellt hat. So, und dafür braucht man eine Utopie. So, Entschuldigung, ich musste Lanze brechen, weil wir in der Zukunft doch irgendwas machen müssen. Das geht doch nicht. Wir haben jetzt eine erste Frage aus dem Publikum. Ja, die knüpft so ein bisschen an die Frage, die Alexandru gerade gestellt hat. Die ist aber ein bisschen konkreter, weil ich sozusagen aus dem Publikum heraus auch darum bitten möchte, sozusagen, dass ihr uns ein wenig entlastet. Und zwar ganz konkret, was nehmt ihr aus der Herkunft, was auch immer damit gefasst wird? Da haben wir jetzt ganz viele verschiedene Aspekte, Möglichkeiten, den Begriff der Herkunft zu füllen, schon gehört, mit in die Zukunft. Und auch gerne in dem Kontext, den Martin jetzt genannt hat, mit in eine utopische Zukunft. Und die Frage geht auch an dich, Miriam, und auch an dich, Alexandru. Also so, das wäre für mich so ein Wunsch nochmal von jedem, nur eine Kleinigkeit, gar nichts groß Theoretisches, lieber was Erzählendes. So eine Sache, ein Gedanke, ein Buch. Was, wenn es jetzt weitergehen muss und es muss weitergehen, so was davon? Ich wollte eigentlich auf die vorige Frage auch antworten, und zwar, dass Kritik ja nicht das Gegenteil von Lob ist. Das ist keine Dichotomie. Kritik ist eine Auseinandersetzung oder so eine Neubefragung, könnte man vielleicht sagen. In dem Sinn
Ich denke, dass die globale Migration ist nichts Neues. Es gibt immer schon viel mehr Migration, als in den Geschichtsbüchern steht. Andererseits ist es auch durch die technologische Entwicklung jetzt in einer neuen Schnelligkeit vielleicht auch und in einer neuen Illusorik der Umkehrbarkeit. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass sowohl Staaten als auch Einzelpersonen durchaus manchmal in dem Glauben leben, man könnte ja dann, wenn es doch nicht klappt, wieder zurück, Leute zurückschicken oder selbst wieder zurückkehren. Und das, man kehrt natürlich nie als dieselbe Person zurück, als man losgegangen ist. Und diese Umkehrbarkeit ist natürlich auch Horror, aber es ist auch etwas also Schönes und Rührendes, wo man aber auch immer wieder, man kann eigentlich davon ausgehen, jeder Mensch, den man trifft, ist gerade an dem äußersten Ende seines bisherigen Lebens oder ihres. Und in diesem Sinn ist die Zukunft ziemlich offen und hängt tatsächlich davon ab, was mache ich jetzt oder was machen wir jetzt daraus. Gleichzeitig gibt es jetzt vielleicht, könnte man sogar sagen, eine Art Trend zum Erzählen von verschiedenen Vergangenheiten, verschiedenen Mischungen, also Familien, wo in jeder Geschichte eine aufs andere Mal rauskommt, wie komplex und wie übergenerational komplex auch die Herkunftsgeschichten sind. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass das sozusagen rauskommt. Es wird noch viel mehr rauskommen und es ist noch nicht im Geringsten zu viel, sondern noch viel, viel zu wenig, weil es gibt diese Differenz zwischen diesen prinzipiellen Anerkennen, es gibt, also Migration ist ein wichtiges Thema, es betrifft uns alle, es gibt die Konzepte von Staaten, waren sowieso schon immer ein Konstrukt und müssen noch einmal aktualisiert und neu überdacht werden. Die Grausamkeit, die in ihrer Pflege steckt, muss auf jeden Fall möglichst schnell anders organisiert werden. Oder, also es sind Probleme, die wir als Schriftsteller auch nicht lösen können. Aber die Masse, das ist der Punkt, den ich machen will. Also die reicht noch lange nicht. Wir müssen noch viel, viel mehr Geschichten hören, glaube ich, um überhaupt zu realisieren, was in der Gegenwart los ist. Ich habe jetzt lange überlegt, was ich will, dass wir in die Zukunft mitnehmen. Und ich glaube, ich schließe genau darauf an, wir brauchen mehr Geschichten. Und weil ich so ein großer, trotzdem Verfechter des Individuums bin, glaube ich, müssen wir... wir müssen das Fremde in die Zukunft retten, damit wir uns das noch bewahren können. Also mir fällt es ja schon so schwer, mit meiner Gegenwart fertig zu werden, dass die Zukunft mich komplett überfordert. Ich kann vielleicht, also weil Leon so nach was Konkretem gefragt hat, ich weiß jetzt nicht, ob das konkret ist, was ich gleich sagen will, aber ich kann eine Beobachtung mitnehmen. Ich war jetzt einige Wochen ziemlich viel auf Reisen, also das heißt selten zu Hause und habe teilweise jeden Tag in einer anderen Stadt übernachtet, meistens in einem Hotel und habe über viele Tage hinweg keinen einzigen Menschen getroffen, mit dem ich privat etwas verbindet. Ich habe mit SchaffnerInnen, RezeptionistInnen, ModeratorInnen, VeranstalterInnen geredet, aber nie oder selten mit FreundInnen und Menschen, die ich schon lange kenne oder zu denen ich eine persönliche Verbindung habe, noch nicht einmal so sehr per Telefon, weil dafür dann einfach keine Zeit blieb bei dieser Reise. Und das hat etwas mit mir gemacht, worüber ich immer noch nachdenke. Ich kann das noch nicht ganz fassen, aber eine Sache, die ich mitnehme, ist, dass diese Begegnungen mit Fremden, mit Fahrgästen in der Deutschen Bahn, mit Menschen, die auch am Frühstücksbuffet stehen und so weiter, bis hin zu Menschen, die mich kennen, weil sie mich moderieren, aber uns verbindet persönlich nicht, dass dieses Treffen von Fremden bereits eine Verbindung, also mich hat eine Verbindung spüren lassen, die sich in der Anwesenheit, in der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Menschen in meiner Zeit begründet.
Und das heißt, es hat sozusagen, es hat Einsamkeit verringert, es hat eine Empathie gestärkt, es hat mir irgendwie auf eine ganz seltsame Art und Weise, und ich mag das Wort überhaupt nicht, Hoffnung gegeben. Und ich glaube, dieses Gefühl der Zeitgenossenschaft oder so, der Verbundenheit unbekannterweise, würde ich vielleicht mitnehmen in die Zukunft. Danke, Dennis. Eine letzte Frage noch aus dem Publikum und dann schließen wir, glaube ich, den Abend so langsam. Genau. Mein Name ist Davorka Lovrekovic und damit hören Sie schon, da eine interessante Geschichte, die dahinter steht. Ich bin als Kind nach Deutschland gekommen, hatte das, was Sie vorhin beschrieben wurde, so die sehr angepassten Migranten, vielleicht weil es ein politisches Asyl war und auf Dauer angelegt war. Wenn ich jetzt über Aneignung nachdenke, dann kann ich das nicht trennen von Teilhabe. Ich bin in einer Zeit in Deutschland aufgewachsen mit dem Migrationshintergrund, wo Teilhabe noch ermöglicht worden ist, sage ich jetzt mal als These. Und ich würde da gerne auch von Ihnen vom Podium her hören, wie Sie das empfinden, weil also Aneignung geht in zwei Richtungen auch. Ich nehme mir etwas und ich kann es von irgendwoher mir nehmen. Und Teilhabe geht ja auch in beide Richtungen. Also ich gehe selbstverständlich davon aus, dass ich Teilhabe hier mir ermöglicht wird und andererseits ich nehme teil und bin selbstverständlich Teil dessen, was um mich herum geschieht. Und da würde ich gern noch mal von Ihnen so hören, wie Sie das hören, wenn ich diese beiden Begriffe zumindest zusammen versuche zusammenzubringen. Danke, es ist ein interessanter Punkt. Und was mir als erstes dazu einfällt, ist der Fall des Eisernen Vorhangs und dass seither in meiner Wahrnehmung eine Art von Naivität vielleicht sogar oder Utopie nach und nach sozusagen abgestorben ist im Sprachgebrauch, im kollektiven Bewusstsein, habe ich das Gefühl. Nicht, dass die existierenden kommunistischen Staaten in irgendeiner Weise perfekt gewesen wären, aber sie waren sozusagen Versuche, etwas zu realisieren, was extrem wichtig war, nämlich Teilhabe an der Gesellschaft und an einer Nationalwirtschaft, die immer noch national war. Aber das waren eben Versuche in einer gewissen Vielfalt auch. Und dass das dann in eine Narrative verschwunden ist, als hätten wir schon immer gewusst, dass das ein Quatsch war, dass Teilhabe nicht möglich ist. Das wäre von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir wissen ja, es gibt nur den Kapitalismus und es gibt nichts anderes. Diese Vorstellung hat sich irgendwie im Mainstream durchgesetzt. Und das ist etwas, was für mich zu einer Art Totheit der Sprache und auch, ich merke, wenn ich das Wort Teilhabe, ich habe dieses Wort lange nicht mehr gehört. Und es ist in ihrem Mund wieder lebendig geworden und daran merke ich auch einen gewissen Unterschied, dass da, also seit meiner Kindheit auch, wo meine beste Freundin in der Schule auch in einem Jahr perfekt Deutsch gelernt hat, aus Kroatien kommend, und wir haben eine Zeitschrift gemacht und das war wir waren selbst naiv, weil wir waren Kinder, aber es hat sich etwas ganz stark verändert seitdem und das ist nicht gut. Aber das würde ich gerne aufgreifen, dass wir ein bisschen mehr Naivität brauchen und ein bisschen mehr Hoffnung. Ich will euch da, flankiere ich jetzt mit euch. Weil es so eine Form von Resignation gibt. Das ist jetzt so, ne? Und jetzt müssen wir mit den Zuständen leben, wie sie so sind. Andererseits will ich dann, wir haben auch eine Verbindung, das klären wir gleich, aber da kann ich dann als Lehrer sagen, die Bildungsungerechtigkeit in den letzten Jahren ist immer stärker geworden und straffer und ich merke, wie die Biografie von Menschen immer mehr vorherbestimmt wird durch ihren klassischen Ursprung. Und klassisch meine ich damit Klasse, haha. Und das ist ein Problem. Und das ist ein massives Problem. Und das heißt, wir sind eigentlich jetzt in dem
wir sind absolut von der Utopie weggekommen und ich sage das jetzt einfach mal, wir sind auf dem dystopischen Weg dahin, dass wir in einer Gesellschaft leben, die soziale Gerechtigkeit predigt und eigentlich mit der Geburt für 90% der Menschen einen bestimmten Weg vorschreibt. Und das ist ein Problem. Und das ist auch ein Problem, weil wir uns abgefunden haben, weil wir sagen, dass es gerecht ist. Aber nur zu sagen, dass es gerecht ist, heißt nicht, dass Teilhabe möglich ist. Und das ist ein riesiges Problem. Entschuldigung, ich will Sie nicht unterbrechen. Ist ein riesiges Problem und ich glaube auch, dass Teilhabe ein schönes Wort ist. Weil ich auch gerne behaupten würde, dass ich an Literatur teilhabe. Das wäre viel schöner eigentlich, als ich mache Literatur. Nur ist das derzeit, finde ich, gesellschaftlich extrem schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass Bedeutung und Sprache nicht übereinstimmen. Das war ein sehr schöner Satz, den ich gerade noch mal so aus dem, was du gesagt hast, rausfischen will. Teilhabe an Literatur haben, statt zu sagen, ich mache sie. Das finde ich irgendwie wahnsinnig schön. Und nehme ich tatsächlich jetzt mit von diesem Podium auch. Der Begriff der Teilhabe oder so, wie Sie das eben beschrieben haben, auch als Gegenstück zur Aneignung ein Stück, weil ich glaube, dass da was Wahres dran ist. Es ist viel auch in der Literatur, aber nicht nur, ich glaube wirklich in allen Lebensbereichen, aber eben auch in der Literatur, vieles wird strukturiert über so eine Art Wettbewerbssituation, ja, und wo sich Menschen gegeneinander oder auch AutorInnen gegeneinander behaupten sollen und müssen oder sowas oder ein Buch ganz schnell als Produkt bezeichnet werden kann oder sowas, als Ware und dann konkurrieren muss. Und ich glaube aber eigentlich, dass das, was da drin steht und das, was gesagt wird, also dass die Ideen und die Sprache und die Inspirationsmöglichkeiten in Texten, und jetzt rede ich so über Literatur, aber ich meine das beispielhaft, das ist viel, viel größer als jetzt nur die Literatur, dass die Inspirationsmöglichkeiten, die Menschen füreinander haben, eigentlich viel wichtiger sind als diese Wettbewerbssituation, in die wir in unseren verschiedenen Berufen wahrscheinlich immer wieder geraten. Und die Frage ist, welche Möglichkeit gibt es, weil diese Struktur, die ist nun mal da, und da kann man utopisch darüber nachdenken, wie wäre eine andere, aber wie gesagt, ich versuche jetzt erstmal mit der Gegenwart klarzukommen und wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um? Und ich glaube, dass so ein schöner Satz wie Teilhabe an dem Ganzen bereits einen Lösungsweg zeigt. Also bevor ich mir die Frage stelle, wie sehe ich neben dir aus, kann ich mich sozusagen über die Inspiration, die Person neben mir steht, freuen und versuchen, das ernst zu nehmen. Das ist erstmal sozusagen ein mentaler Prozess eigentlich viel mehr als, es kann ein emotionaler Prozess sein, aber es ist erstmal ein mentaler Prozess. Ich höre das und entscheide mich dafür, dass das Wichtige ist heute Abend und gehe ein Stück weit glücklicher von der Bühne. Herkunft als Text, Gegenwart als Lesen und Verstehen wollen, auch in einem naiven Sinne, Teilhabe und Inspiration im Gegensatz zu Konkurrenz, das sind, glaube ich, Begriffe, die wir alle mit rausnehmen. Und ich bedanke mich sehr, sehr, sehr für diese Begriffe. Möchtest du noch was sagen, Alexandro, sonst? Ich bedanke mich sehr für diese Begriffe. Ich bedanke mich für eure Anwesenheit hier. Ihr habt einen krönenden Abschluss verliehen diesem Textlernfestival. Und ich bedanke mich für das ungewöhnlich aufmerksame Zuhören, das spürbar im Raum stand, und überhaupt für die geduldige Teilnahme. Wir haben es gerade schon gehört, das Buch ist nicht in erster Linie ein Produkt. Nichtsdestotrotz gibt es einen Büchertisch und ich weise auch nochmal auf den Textland-Reader, der extra für dieses Festival entstanden ist, hin. Wir klatschen jetzt einmal für die Autorin auf dieser Bühne und dann kommt nochmal ganz kurz Leon mit abschließenden Worten nach vorn. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart.